Wir hätten auch forschen können, ne? Okay. Ich suche immer noch Materialien. Was ist denn da drüben? Fragezeichen? Oh. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl... Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Mehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Das wird jetzt aber wirklich der letzte sein. 30 Briefe später. Und er hat 10 Minuten nicht geantwortet, weil er was anderes gemacht hat. So, warte. Kaffeesymbol. Oh, was haben wir denn hier? In den Mangroven haben wir noch gar nicht, ne? Riffbarsch. Okay. Wo ist denn der Gammelige? Yo, Wirbelstürmer. Ein langsamer Wirbel verzerrt seinen Körper, ihn in eine unbekannte Dimension ziehend. Halt mich an Spirals. Okay, aber ich muss doch mal irgendwo an der Lecke schlagen. Oh, gegen die Pilze kann man nicht fahren. Hab die gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay, Brede, immer gut. Höre ich da gerade Baumbart, meinen alten Freund? Okay, 2 Holz. Was ist denn hier passiert? Oh. Okay. Oh, geil, Schmuck. So, Rubin-Ohrringe. Ich kann sehr gezielt angeln. Aber die kenne ich auch noch nicht, ne? Ich nehme ihn mal mit. Oh Gott, das hat hier. So. Ein Knochenhecht. Ein Knochenknecht. So. So, niedrig lasse ich mal. Also im Grunde genommen wollen wir eigentlich nur, da ist schon wieder sowas. Im Grunde genommen wollen wir einfach, weißt du was, ich kann nicht. I just can't. So. Ach, schon wieder so einer. Yo, da war noch so ein. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, schon ein bisschen ekelhaft hier. Einfach nö. Etwas schlüpft in einem Frachtraum? Hä? Aber wie ist das da reingeschlüpft? Da war doch nichts. Bitte schlüpf nicht in meinen Frachtraum. Das ist strukturelle Belästigung. Okay, Fischmarkt. Invisiert. Oh Mann, er hat 42 Dollar gebracht. Die bringen 75 Dollar. Verkaufen sich viel besser, weil die skurril sind. So, okay, dann wollen wir mal. Ich gehe nochmal ins Lager. Ich sehe langsam aus wie ein Juwelier, Mann. Ich gebe auf, das zu sortieren. Weißt du was, ich schmeiße gar nicht ins Lager, sondern ich setze das direkt ein. Irgendwo. Hier nicht. Hier nicht. Motor ist gut, ne? Beim Motor ist ganz gut. So, hier rein. Let's go. So. Lampe. Da habe ich schon angefangen, da mache ich weiter. Wenn Vergangenheitsgronk denkt, das ist gut, dann glaube ich ihm das. Aber eigentlich ist mir egal.
So, wir müssen wirklich langsam mal... Also erstens schiebe ich gerade Panik und ich verstehe, warum. Und wir müssen wirklich diesen ganzen Klumpatsch hier loswerden. Die Dinger können wir jetzt loswerden. Ach, ich wollte 4 behalten für die Angel, ne? Ich wollte 4 behalten für die Angeln. Die Edelsteine können wir hier nicht verkaufen, Leute. Die Edelsteine kann ich nicht am Fischmarkt verkaufen. Wir müssen wieder zurück zu unserer Ausgangsbasis. Wir müssen weiter für fahren, um die zu verkaufen. Leider. Aber vielleicht mache ich es einfach mal. Okay, ich kann nur 1 investieren. Weißt du was, ich schlafe erstmal. Und vielleicht düse ich morgen zurück. Wobei, nee, ich will hier nochmal ein bisschen erforschen. Wir sind 9 in Mangroven, ich will da noch ein bisschen rumkutschieren. Vielleicht schlüpft ja mal nichts in meine Hose hier. Da ist wieder irgendwas. Oh. Dem Flugzeug kann ich trauen, ne? Dem Flugzeug kann ich bestimmt trauen. Das Viech muss angekotzt sein, wie ich hier gechillt erstmal die Bergungsarbeiten mache und einen Fick drauf gebe, dass er ein Flugzeug liegt. Wird mich auch ankotzen. Ich ignoriere seine Existenz. Und anschließend verhöhne ich es noch ein bisschen. Und das wird schief gehen. Und ich krieg voll eine reingewämst. Und dann stehe ich wie der Idiot da. Nicht das. Oh, geil. Hä? Nochmal? Okay, das ist großzügig. Geil. Ich glaube, es ist immer random chance, ne? So, jetzt ist erschöpft. Bei dir spawnt gefühlt auch doppelt so viel Schmuck wie bei mir, aber ich mach gar nichts. Okay. Eine Finte. Es ist bestimmt eine Finte. Aber das finde ich noch heraus. Oh, hi. Immer wieder gut befreundete Schiffe zu finden. Du Drecksack. Du kleiner, dreckiger Sack. Du wirst niemals ein gutes Boot werden. Vor allem, es leuchtet auch noch so schön da oben. Das habe ich für meine Großkotzigkeit. Das ist sehr gut befreundet, das Schiff. Wir sind Kumpels. Komm, ich nehme mal ein paar, was immer das hier ist. Aale. Langflossenaal. Ja. Glipsch, glipsch. So, direkt zurück. Nee. Hör auf mit deinen Stimmen. Lass das bitte. Denn ich bin safe. Ich bin safe. Ich bin safe. So, der Fitzmarkt. Ich verkaufe die Aale. Und dann investiere ich gleich die Bretter, ja? Hat das Spiel was gekostet? Ja, zum Glück. Denn ich möchte den Weg unterstützen von guten Games. Zum Glück hat es was gekostet. Und leider zu wenig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir gespielt haben. Bin ich ziemlich sicher. So, nups. So. Okay. Dann würde ich nochmal ganz kurz ins Schwimmdeck gehen. Schwimmdock. Holz haben wir jetzt überall, ne? Wir brauchen gefühlt, naja, fast überall. Oh, shit, wir haben ein Holz zu viel. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, wir brauchen es jetzt gar nicht mehr, ne? Ich dachte, wir brauchen es jetzt gar nicht mehr, aber ich pack's mal hier rein. Oh, Kacke.
Okay, ganz ehrlich, die kann ich jetzt, 4 Stück kann ich jetzt investieren. Warte. 4 Stück kann ich investieren. Zwillingsantrieb haben wir. Als nächstes müssen wir das hier machen und dann können wir den hier machen. Aber erstmal gucken, das Rezept kriegen wir nochmal irgendwo. Ich würde als nächstes gerne die die Netze angehen. Ich hätte wahnsinnig gern dieses Netz hier. Aber gut. So, au. Was soll ich gerade machen? Motor, ne? Ich wollte wegen Motor gucken. Hä? Ach so, nee. Hä? Ich hab's jetzt erforscht, aber müsste es nicht schon freigeschaltet sein mit den Motorplätzen? Habe ich was vergessen? Ich wollte das hier noch ersetzen durch kleine Motoren eventuell. Oder muss ich das vorher noch in der Werft? Was? In der Werft kann ich ja den Motor an sich kaufen. Ach, ich bin dumm. Ich habe natürlich den Motor erforscht. 1, 2, 3. Der passt aber auch. 52,5. Okay, warte. Ist momentan, glaube ich, ein schlechter Tausch, ne? 36,8. Ups. Cool, 36,8 habe ich im Chat eingegeben. Guck mal hier, sogar mit zwei Kommas. 36,8. Okay. 1, 2, 3 breit. Da geht das hier ein hoch und hier ein hoch. Und hier kann ich zwei von den kleinen Motoren reinmachen, ne? Das heißt, ich kann den hier eigentlich verkaufen. Weil der passt eh nicht mehr rein. Oh. Und die würde ich ausbauen. Hier einbauen. Ausbauen. Hier einbauen. Den hier ausbauen, erstmal ins Lager. Und den auch ausbauen ins Lager. Ach, warte mal, wir haben ja noch Platz für einen. Oh, da war ja noch was. 5 Stunden zum Einbauen. Und dann können wir noch den hier... Oh, Junge. So. Okay. Sieht gut aus. Es ist 5 Uhr morgens. Wir können ablegen. Tenchi, dankeschön. Vielen Dank, Tenchi. Dankeschön. Hat ein bisschen mehr Zucht drauf. Aber fällt in der Menge halt nicht mehr so auf jetzt. Was ist denn das da? Ganzkörper Meeresche. Das hat so komisch geleuchtet. Da war wieder irgendwas. Da habe ich es auch richtig gesehen. Ah, wieder Symbole im Sand oder was? Warte. Okay, ein provisorisches Dock. Zeig mir her. Symbole da dran. Hier. Du siehst ein Lager. Ein paar alte Fische hängen an einem Spieß über einem Feuer, das nie entzündet wurde. Am Fuße eines Baumes in der Nähe liegt ein Haufen Stoff. Betrachte die Fische am Spieß genauer. Verrottete Fische hängen von dem Spieß. Das Feuer darunter war schon vorbereitet. Sieht nach einem überstürzten Aufbruch aus. Oder jemand wurde gegessen. Schau dir das Stoffbündel an. Am Fuße eines Baumes liegt ein Stoffbündel. Jemand hat hier geschlafen. Der Stoff ist übersät mit Baumrindenstückchen. In den Stamm darüber wurden Symbole geritzt. Es gibt 3 unterschiedliche Gruppen von Symbolen. Sag mal die erste. Unter einer Welle siehst du ein Buchsymbol und einen nach oben weisenden Pfeil.
Über allem hängt eine Wolke. Muss ich das malen? Muss ich mir das aufmalen für irgendwas? Das zweite Symbol. 5 merkwürdige Symbole zieren die Ecken eines Pentagramms. In der Mitte liegt eine menschliche Gestalt. Okay. Klingt nach einem normalen Schlafzimmer eines Mettlers. Das dritte Symbol. Auf einer Welle sitzt ein Buchsymbol. Vom Buch aus weist ein Pfeil nach unten durch die Welle hindurch. Ich will den Stoff aufsammeln. Ich will einfach nur den Stoff aufsammeln. Mir sind die Symbole kackegal. Vorsicht. Die Musik ist ja sehr schön, ne? Oh, hallo. Ohio. So. Ach, wir brauchen keine Bretter mehr, ne? Wir brauchen keine Bretter mehr, ich Idiot. Fällt mir gerade wieder ein. Das Wrack eines alten Kampfflugzeuges liegt tief im Sand vergraben. Du ziehst es näher heran? Hä, wie? Das liegt tief im Sand vergraben und ich ziehe es so, ich ziehe da mal ein bisschen näher ran. Okay, klar. Und verschiebe ich dabei auch aus Versehen die Insel oder den Kontinent? Passiert. Ich sehe hinein. Oh, geil. Noch mehr Schätze. Abgetragener Goldring und noch ein Forschungsteil ist immer geil. Was ist denn das? Das ist nicht gut. Ah, hier kann ich wieder eine Abkürzung aufsprengen. Und da ist wieder ein Metallteil, was ich nicht brauche. Shit. Hab ich zu sehr beeilt wegzukommen. Das kommt einfach durch die Bäume durch hier überall, ne? Ich glaube, jetzt ist weg. Ist es weg? Habe ich noch nicht auf Brummen gehört irgendwo? Warum ist es hier so trüb auf einmal? Was ist denn das? Ist das eins von der Main Quest? Shit, ich muss hier dringend weg. Es wird Nacht und hier ist dieses komische Viech. So, aber die brauchen wir halt auch unbedingt, ne? So. Smolle Marie, dankeschön! Vielen Dank, liebe Smolle Marie! Dankeschön, dankeschön! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die haben wir. Okay, hier finde ich es maximal unangenehm nachts. Oh nein, Metallschrott, willst du mich verarschen? Ausgerechnet Metallschrott? Wir haben ein riesiges Lager und genau da das passiert. Oh, hier ist überall abgesperrt. Warum ist hier überall abgesperrt? Hä, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, das mit dem Metallschrott ist gerade richtig kacke. Wie viel Pech kann man haben? Wir brauchen ihn halt unbedingt.
Oh, das ist ja richtig fies. Vor allem, ich weiß halt gar nicht, wo ich hier rausgehen soll. Oh. Ach, Alter, du willst mich doch verarschen. Das ist das Problem bei dem großen Antrieb. Der ist halt zu anfällig, ne? Der ist zu anfällig. Der nimmt zu viel Platz weg. Aber wir haben halt so einen riesen Lagerraum. Okay, 5 Uhr. Muss aber trotzdem mal irgendwo pennen. Nee, ich porte nicht, um Gottes Willen. Warum soll ich denn porten? Aber ich müsste mal... Das Viech macht die Dinger hoch und runter, glaube ich. Also, aber das sind halt die unglücklichsten... Das sind halt die unglücklichsten... Oh. Großkopf, mehr Esche, wurde Vogelbau... Warte mal, unsere Illusionen klauen uns jetzt die... Und vor allem nicht nur ein, sondern drei? Und ich bin gerade so langsam, ne? Ich versuche mal... Wo bin ich denn? Oh Gott, ich schwimme gerade um die gesamte Inselgruppe rum. Also einige Sachen sind hart zu verdauen, bin ich ehrlich. Einige Sachen hier sind hart zu verdauen. Ah ja. Wir werden es überleben. Ah, okay. Die haben mir immer alles leer gefressen. Ah, oh, das ist, ja. Also mit dem Metallschrott ist halt wirklich ärgerlich. Das war halt wirklich einfach Pech. Komplettes Pech. Aber, ja, das kennen wir ja. Nee. Du schwimmst da lang. Ich muss den Motor reparieren. Selbst verursacht. Das heißt, du meinst, jeder das Spiel spielt immer, die Dinger sind immer selbst verursacht. Und du würdest es aber mit Perfektion durchspielen und dir würde das niemals passieren. Das willst du mir sagen. Du bist gierig geworden. Ja, ich wollte im Grunde genommen ja noch die Dinger abschöpfen. Aber ich wusste halt nicht. Ich wusste ja nicht, dass die Dinger hochgegangen sind. Also, dass die Dinger da hochgehen, das kann keiner ahnen. Ich wäre normalerweise schön zurück zu dem Ding hier. Aber auf einmal gehen die Dinger hoch und ich war eingesperrt. So, weiß ich nicht. Oh, das ist halt bitter. Und guck mal, wir haben so viel Platz außen rum, überall. Und es trifft genau das Ding und das Ding. Das ist halt wirklich bitter. Ist auch cool, dass sowas passiert. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auch nicht salty oder so, um Gottes Willen. Es ist nur schade halt. Licht hatte ich nie an, lieber einen extra Schub. Aber du kannst doch beides machen. Aber du kannst doch beides machen. Okay, warte. Jetzt, warte mal. Ich wollte reparieren, ne? So, werft. Den Burschen zu Boden. Den Burschen zu Boden. So, alles repariert. Das ist ärgerlich. Dadurch dauert alles noch länger. Und dadurch auch. Okay, da haben wir schon. Wir wollten hier zuerst mal... Jau, hallo. So. Ein scheinbarer Platz. Sehr gut. Dann schauen wir mal ganz kurz. Direkt in die Werft. Ausbauen. Einbauen. Und dann können wir noch so eine hier nehmen. Und wir haben unser Licht komplett ausgebaut. Errungenschaft freigeschaltet, erhelle die Nacht. So, okay, das haben wir. Licht haben wir immer schon mal komplett ausgebaut. Das ist nice. Das sieht lustig aus. Okay. Motor machen wir noch. Mörsergestell ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher.
Kajüde, Mission. Ah. Ach so. Ich hätte gedacht, das wäre dafür. Ist aber auf jeden Fall ein Quest-Item. Leute, ich habe eine Idee. Ich würde, glaube ich, erstmal Schmuck verkaufen fahren. Was haltet ihr denn von dieser Idee, die mir gerade spontan gekommen ist? Ist das, klingt das vernünftig, oder? Weil ich habe das Gefühl, mein Lager zieht mich langsam nach unten. Die ganzen Juwelen, das ganze Geschmeide, der ganze Gold. So, okay. Dann. Da müssen wir hin. Was haben wir hier? Was ist das für eine? Okay. Einen krieg ich noch mit, oder? So, und der Rest kann sich ja tummeln. Ist der Wellengang heute ein bisschen mehr als sonst? So, ach, Abyssal, da kann ich nichts machen. Bist du Fischer oder Rapper mit dem ganzen Gold? So, warte. Das habe ich richtig gesehen. Haben wir noch ein bisschen Schmuck? Natürlich. Ich sammle auch ein bisschen Schmuck, ne? Für unseren Laden. So, natürlich ein Monokel. Das fehlt mir noch. Rimba Roger, dankeschön. Vielen Dank. Hä, hier war gerade noch was. Da ist hier noch was. So. Gut. Gut, gut, gut. Oh, wir sind schön schnell geworden inzwischen. Okay. Guck mal hier, ich leg das dem Hai vor die Schnauze. So. Und hier. Ich mach daraus ein Fischbrötchen. So. Hier nochmal so. Total sinnlos, aber ich mach's auch einfach nur so. Oh, Bestand niedrig. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber einmal geht noch, ne? Yo, hab ich doch gewusst. So. Okay. Oh, und jetzt Holz, ne? Was ist denn das? Warum krummelt's denn da so? Was hat denn da so krass gegrummelt? So, alles klar, Leute. Jetzt wird Schnäppchen gemacht. Hier, Händler. Okay, erstmal das Monokel. Dafür kriegen wir nur 13 Dollar. Das ist natürlich lausig. Das ist sehr lausig. Aber wir gucken mal. Wie sind die Ringe wert? 49. Ist auch nicht so viel. 27, na gut. 16. 60. Okay, das ist schon was. 44, die Brille. Okay, wird einmal verkauft. Okay, weg damit. Der Pokal, 38. 60 für die Ohrringe. Unser bisheriges Highlight sind die Ohrringe. Und die hier, ein paar Erkennungsmarken. Okay. Errungenschaft freigeschaltet, Bares für Rares. Ups, okay. Gut. Dann haben wir das ja schon mal. Sextant wird auch einmal verkauft. Für 88 Dollar. Für 50 Dollar. Na gut. Dann verkaufe ich das. Das hier nicht. Das brauchen wir noch.
Okay. Karte auch verkaufen. Zurück in die Stadt. Und jetzt verkaufe ich noch schnell Fisch. Oh, schön mal wieder hier zu sein, ne? Irgendwie nice. Ich wollte hier auch mal die ganzen Altmetallplätze und sowas abklappern. So. So. Fischhändler. Leute, bitte spoilert mich nicht. Das mit den... Dass die Erkennungsmarken... Genau. Dass die Erkennungsmarken Quest-Items sind, kann ich nicht wissen. Hat mir keiner gesagt, ich habe keine Quest dafür. Woher soll ich das wissen? Ich verkaufe die also. Und wenn das Spiel die mich verkaufen lässt, verkaufe ich die. Jedes Item hat immer so ein kleines Dingens oben dran, was für ein Typ Item das ist. Und bei den Erkennungsmarken war oben ein Schmuck-Item dran. Und ich kann es beim Schmuckhändler verkaufen. Also warum sollte ich es nicht tun? Ich kann nicht wissen, dass es Quest-Items sind, also verkaufe ich die. Fertig. So. Habe ich auch verkauft, weil ich es nicht wusste. Ja klar, logisch. Und wenn das Quest-Items sind, dann müssten die anders markiert sein im Game als Quest-Items. So wie zum Beispiel das andere Ding, was ich nicht verkaufen kann, weil das ein Quest-Item ist. Verstehst du? Verstehst du, verstehst du? Gut, haben wir das jetzt hinter uns? Haben wir das Thema hinter uns? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. So. Jetzt. Sind die Fische questrelevant? Sind die Fische questrelevant oder kann ich verkaufen? Schon, komm, einen musste ich noch. Einen musste ich noch. So, 236. Wir haben 2000 Dollar wieder. Let's go. Wenn es wirklich Quest-Items sind, dann müsste es einen Weg geben, um zurückzukaufen. Ja, oder man findet einfach weitere. Wahrscheinlich finden wir noch weitere, so wie wir Schmuck einfach weiterfinden. Wieso gehe ich um 18 Uhr nochmal los? Ich brauche hier nichts nachts, ne? Ich gehe einfach wieder, ich hau mich aber hin.